Ja, ein herzliches Willkommen aus Wuppertal und zum ersten Schwafel-TV in 2024. Ich habe mich einem guten Bekannten angeschlossen und mache jetzt im Januar Diät. Deswegen gibt es ausnahmsweise mal nichts zu knabbern hier an Süßkram. Aber beim nächsten Mal vielleicht wieder. Gut, Wuppertal ist ja immer eine Reise wert. Und jetzt gibt es hier eine Kunstaktion. Da werden komplette Hauswände gestaltet von internationalen Street-Art-Künstlern. Absolut sehenswert. Und ein Freund von mir, der Harald Schürings hier aus Wuppertal, der auch sehr gut fotografiert und das ist auch sein Hobby, der hatte einige von abfotografiert und die zeigen wir jetzt einfach mal. Ja, also ich find das super, diese Aktion. Und da kommen jetzt in 24 kommen noch weitere dabei. Dann sind das insgesamt, ich glaube, 24 Stück in der ganzen Stadt verteilt. Also echt sehenswert. Halt Wuppertal, ne? Weltmetropole. Ja, was gibt's denn sonst Neues? Ja, mein Mitstreiter aus Essen verdreht gerade die Augen. Wobei Essen sind auch nur ganz viele Dörfer. Nö. Gut, gut. Ja, in 4 Wochen ungefähr kommt dann unser Kaffeetrinken zweier ältere Herren auf YouTube, sprich die Neujahrsshow mit Hagen von Ortloff. Dies Jahr etwas später, aber bestimmt nicht desto trotz und weniger sehenswert. Wollte ich irgendwas mit sagen. Ja, gut. Bis dahin halten wir uns natürlich auch noch ein bisschen mit dem Zeigen zurück. Wobei gedruckt und als PDF gibt es unsere Neuheiten schon. Könnt ihr also auf der Homepage runterladen oder beim Händler eures Vertrauens abholen. Ja, dann feiern die Reviermodule dieses Jahr 20-jähriges Vereinsjubiläum und da haben wir uns was zu einfallen lassen. Also das Sommerfest wird unter diesem Motto stehen, 20 Jahre Reviermodule, letzter August, Samstag, schon mal Knoten in die Fernbedienung oder so. Und wir haben einen Wagen aufgelegt. Sehr speziell, gibt es nur 30 Stück von. Jetzt sind noch 7 Stück davon verfügbar. Könnt ihr also käuflich erwerben, mit ein bisschen Glück. Liegt bei 60 Euro. Der Wagen hat eine Sonderlackierung und die Seiltrommel gibt es dann auch nur in der Auflage von diesen 30. Ja, liegt bei 60 Euro. Die gehen zu 100% in die Vereinskasse. Ist also auch noch für einen, wie ich finde, guten Zweck. Wir werden die Reviermodule dann irgendwann lecker von Essen geben oder so. Wer weiß. Ja, gut. Habe ich sonst noch was? Wir haben die Murals erwähnt. Die neue Show mit Hagen haben wir erwähnt. Dass es das erste Schwafel-TV ist, haben wir erwähnt. Ja, und jetzt könnt ihr noch ein bisschen Karneval feiern, wenn ihr wollt. Wir haben ja das ganze Jahr hier die Pappnase auf. Und das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Frickel-TV wird es auch noch geben, aber wahrscheinlich eher im April vielleicht. Ne? Jo. Dann sage ich einfach mal schönen Tag noch. Tschüss.